Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map Version 3.1. Quatsch, 1.3, nicht 3.1. Ich habe also abgegradet, das ist die erste Aufnahmesession im neuen Jahr. Die letzte Folge von gestern ist noch vor Weihnachten aufgenommen worden. Daher vergebt mir, falls ich irgendwas vergessen sollte. Ja. Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was wir machen müssen. Was ich auch gemacht habe, ich habe eben auf Version 1.3 abgegradet. Daher ist mein ganzer Strohschwad auf diesem Feld weg, was ein bisschen ärgerlich ist. Da habe ich aber vorher nicht dran gedacht, dass ich hier ja noch Stroh liegen habe. Und ja, wir müssen erstmal hier weitermachen. Naja, also der hier soll jetzt mal schön gedroschen werden. Wir bringen das ja alles zum Eierhof. Und ja. Wie gesagt, erste Aufnahmesession, erste Folge, die im neuen Jahr aufgenommen wird, auf der Version 1.3. Und ja, wir schauen mal. Hat der denn auch schon einen Kurs? Hat auch schon einen Kurs. Ja, das ist doch wunderbar. Wunderbärchen. So, die laufen erstmal. Wir müssen hier von Feld hier. Hier haben wir noch unseren ist ja alles gesät. Ist vielleicht ein bisschen doof, da jetzt rüber zu fahren, ne? Ja, mir gefällt dieser Überladewagen nicht und gab einen Kommentar, der sagte, ich soll mir da einfach einen normalen Überladewagen holen. Weil dieser Überladewagen gefällt mir einerseits, weil ich Dünger und Saatgut reinkriege. Aber erstens nicht wirklich große Kapazität. Und zweitens ist hinten dieses Förderband ist zu niedrig, um da vernünftig mit meiner Amazone drunter zu fahren. Das nervt ein bisschen. Und daher werde ich jetzt gleich mal gucken, ob ich das hier irgendwo abladen kann. Ob ich das irgendwo loswerde. Was wir auch unbedingt machen müssen, ist, wir müssen unbedingt Milch zur Molkerei bringen. Ich habe, glaube ich, 400.000 Liter Milch im Kuhstall. Unglaublich. Was auch sehr komisch ist, ich habe ja die Karte dementsprechend umgebaut, dass die 1.3 und dass diese Tip-Collision und sowas wieder funktioniert. Jetzt zeigt er mir allerdings meinen Misthaufen nicht mehr an. Der Misthaufen ist leer. Und obwohl in der Tierübersicht steht, dass ich noch irgendwie 71.000 Liter Mist habe. Bisschen komisch. Aber naja, muss ich mitleben. Ist jetzt irgendwie Mist, finde ich das. Ne? Wie ihr seht, da ist kaum was drin. Ja, wenn ich aber hier in die Übersicht gehe, zu den Tieren. Ach ne, jetzt zeigt er mir hier auch nur noch 267 an. Alles klar. Okay. Naja gut, jetzt scheint das dann irgendwie zu stimmen. Er zeigte mir gestern, als ich das gemacht habe, zeigte er mir da 71.000 noch was an. Ist auch egal. Könnte ich mir ja hincheaten, aber was soll so ein Cheat? So, wollen wir mal gucken, ob wir hier das hier denn irgendwie abladen können. Wahrscheinlich nicht, ne?
man da was einstellen kann. Schön. Das geht. Mal gucken. Naja, abladen kann ich, aber das erhöht sich nicht. Naja, egal. Hauen wir den Dünger weg und verkaufen den. Unbefriedigend. Hier hinten rein kann ich das wahrscheinlich auch nicht laden. Dann kann ich den auch komplett verkaufen. Muss ich da eigentlich die Klappe erstmal aufmachen von Hand? Ja, muss ich. Funktioniert auch nicht mehr so richtig. Komm, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich verkaufe den jetzt direkt hier aus dem Dingenser und fertig. Meine ich. So. Schön. Ach so, jetzt könnte man eigentlich gleich mal gucken. Was es denn für Überladewagen gibt? Wo finde ich die? Haben die nicht eine eigene Kategorie? Da oben, haha. Kann nur gucken, ne? Wollen wir doch den mal aus. Okay. Ja. Den neuen Überladewagen gekauft, würde ich sagen.
sind wir. Jetzt holen wir noch ihn eben zurück. Da steht da der Überladewagen. Vielleicht sollte man auch mal nach vorne gucken, wenn man fährt und nicht einfach immer nur irgendwo hin. Eigentlich auch mal hier weg, ne? Damit holen wir jetzt mal unseren neuen Überladewagen und gucken mal, ob der funktioniert. Schauen wir mal. Dann müssen wir uns auch gleich mal um den unser Feld 12 wieder kümmern. Dann müssen wir gleich auch mal gucken. Schön ruckel ruckel. Jetzt kriegen wir den wahrscheinlich gar nicht gefüllt, weil der zu groß ist oder so. Mit Saatgut. Dann lache ich mir einen Ast, ey, und setz mich drauf. Dann lache ich mir einen Ast. Aber wir müssen ja auch gleich, was heißt gleich, einer der nächsten Folgen, müssen wir Feld 12 ja noch bearbeiten. Also noch ansehen, aber erstmal müssen wir es abernten, Stroh sammeln, Stroh wegbringen.
das jetzt nicht geht, ne? Dann schreie ich echt Hilfe. Dann bin ich echt enttäuscht, wenn das nicht geht. So, ich schalte, klappt man das aus? Mit F10. Das habe ich mir gedacht. Das ist ja mal... Ja, das war ein Satz mit X. Das werde ich mir nachher zurückholen. Dann werde ich mal die Save Game Datei editieren. Das ist ja mal völlig daneben gegangen. Aber sowas von. Na, wo haben wir ihn denn? Weiter vorne. Wo auch sonst. Weiter hinten geht ja nicht. Da waren wir ja schon. Meine ganzen Ackerschächte sind hier mal mit drin. Kaufen. Auch das, die restlichen 22.000 werde ich mir nachher auch wieder gut schreiben. Das war einfach mal nix. So. Erstmal ausmachen. Sehr schade. Sehr, sehr schade.
So. Da ist doch bestimmt noch voll, ja. Jetzt fahren wir noch mal eben zum Eierhof und laden da ab. Und wie wir das machen, seht ihr heute Nachmittag. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Kommentar, dann lasst mir ein Like. Abonniert mich, würde mich tierisch freuen. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao!